Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich die AfD als Retter der Wirtschaft in unserem Land aufspielt, das glaubt Ihnen doch kein Unternehmer. Ganz genau. Glaubt Ihnen kein Unternehmer. Und Arndt Kirchhoff, Präsident des NRW-Arbeitgeberverbandes, nun wirklich keine grüne Vorfeldorganisation, bezeichnet die AfD als Gefahr für Wohlstand und Arbeitsplätze. Vielleicht schauen Sie da mal drauf, bevor Sie hier so einen Unsinn von sich geben. Und beim Thema Energiewende ist die Wirtschaft längst weiter, wie auch Äußerungen von E.ON und vielen anderen Unternehmen davon sich geben. Von daher, bitte kommen Sie mal in der Realität an. Ja, es ist richtig, 0,3% Wirtschaftswachstum ist unbefriedigend. Das ist überhaupt keine Frage. Aber tatsächlich schwächelt die Wirtschaft in weiten Teilen der EU, nicht nur in Nordrhein-Westfalen und auch nicht nur in Deutschland. Aber immerhin reden wir hier über Wachstum und nicht wie noch im vergangenen Jahr über eine schrumpfende Wirtschaft. Und was noch viel wichtiger ist, im Laufe des Jahres nimmt die Wirtschaft laut RWI-Konjunkturbericht in NRW an Fahrt auf. Also hiermit zu übertiteln, Wirtschaft vor dem Absturz, wie im Antrag beschrieben, das ist schon ein bisschen übertrieben. Und für ganz Deutschland prognostiziert das RWI ein etwas höheres Wachstum, genau genommen ein Wachstum von 0,8%. SPD und FDP suchen die Schuld für die angespannte Lage in Nordrhein-Westfalen an der aktuellen Landesregierung. Das ist einfach, sie machen sich das einfach, aber einfache Sachen sind in der Regel auch falsch. Schauen wir uns das mal an. Denn das FDP-geführte Bundesfinanzministerium hat praktischerweise eine Studie beim IFO-Institut in Auftrag gegeben, was wichtige Einflussfaktoren für die Wirtschaftsentwicklung sind. Das ist im Übrigen sehr lesenswert. Schauen wir uns die wichtigsten Hemmnisse mal genauer an. Wenn ich Ihren Antrag so richtig lese, könnte man glauben, der wichtigste Faktor sei die Steuerbelastung. Ist aber nicht so. Laut IFO und Bundesfinanzministerium ist der wichtigste negative Faktor die Bürokratie. Und schon im Koalitionsvertrag von CDU und Grüne haben wir Maßnahmen zum Bürokratieabbau vereinbart. Und erst im Dezember 2023, Sie werden sich erinnern, haben CDU und Grüne einen Antrag zum Bürokratieabbau hier im Landtag zur Debatte gestellt und auch verabschiedet. So, aber wahr ist auch, Bürokratieabbau ist ein Thema vor allem für die Bundes- und EU-Ebene. Da werden die meisten Normen beschlossen und da entsteht der höchste bürokratische Aufwand und nicht auf Landesebene. Und wer trägt auf Bundesebene Verantwortung für den Bürokratieabbau? Sie werden es ahnen, es ist die FDP, namentlich Justizminister Marco Buschmann. Zugegeben, hier sind einige gute Vorschläge zum Bürokratieabbau auch auf dem Weg. Aber Bürokratieabbau ist und bleibt einfach mühsame Detailarbeit und so zu tun, einfache Lösungen helfen uns da weiter, ist einfach zu kurz gegriffen. Und wenn Sie den Standort Deutschland und konkret Nordrhein-Westfalen nach vorne bringen wollen, und weitere sachdienliche Hinweise zum Bürokratieabbau haben, ohne gleichzeitig Umwelt- und Sozialstandards abzubauen, hat sicherlich irgendjemand von Ihnen auch die Telefonnummer des Bundesjustizministers zur Hand. Der zweite wichtige negative Standortfaktor ist auch nicht die Steuerbelastung, sondern die Digitalisierung. Tatsächlich ist die Digitalisierung in der Lage, den Industriestandort NRW zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten und den Übergang in die klimaneutrale Transformation zu ermöglichen. Dafür braucht es mehr als schnelles Internet in jedem Winkel des Landes, aber eben auch das. Das mag Ihnen nun nach dem Thema Bürokratieabbau bekannt vorkommen, aber auch hier gilt, wer ist im Bund verantwortlich? Die FDP, namentlich in diesem Fall Digitalisierungsminister Volker Wissing. Und welche Fraktion hat hier im Landtag jahrelang Schaufensterpolitik um angebliche Digitalisierungsdividenden in Milliardenhöhe betrieben, statt die Digitalisierung tatsächlich nach vorne zu bringen? Auch das war die FDP. So, aber der drittwichtigste Standortfaktor wird dann hoffentlich die Steuerbelastung sein. Nein, auch das nicht. Faktor Nummer drei sind die Energiepreise in Deutschland. Infolge des russischen Angriffskriegs auf der einen Seite und der jahrelang verschlafenen Energiewende auf der anderen Seite sind die Energiepreise in Deutschland zweifelsohne hoch, wenn auch zum Glück wieder deutlich niedriger als nach Mitte 2022. Und ich kann Ihnen sagen, was in NRW gegen hohe Wirtschaftspreise, Energiepreise getan werden kann, das geschieht auch. Der Ausbau erneuerbarer Energien hilft mittel- und langfristig gegen teuren Strom und hat das Potenzial, zum positiven Standortfaktor zu werden. Schnellere Genehmigungsverfahren werden hier in NRW erprobt und mit der aktuellen Änderung des LEPs werden explizit mehr Flächen für erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt.
So, und schon jetzt erlebt Nordrhein-Westfalen einen Boom bei der Genehmigung von Windenergieanlagen und beim Ausbau von Solarenergie. Und kurzfristig ist natürlich auch die Bundesregierung in der Verantwortung, die Energiepreise für die Industrie handhabbar und planbar zu steuern. Und nach langer Blockade der sehr vernünftigen Vorschläge von Robert Habeck durch FDP und Teile der SPD geschieht das ja inzwischen auch. So, und der viertwichtigste negative Standortfaktor muss doch jetzt endlich mal die Steuerbelastung sein. Aber auch das stimmt nicht. Es ist der Fachkräftemangel. Er ist in vielen Bereichen der Wirtschaft schon spürbar. Und die schwierigsten Zeiten liegen aufgrund der Babyboomer-Jahrgänge, die in Rente gehen, noch vor uns. Aber hier ist Deutschland aufgrund der Ampel-Bundesregierung durchaus auf einem guten Weg, das muss man sagen. Im Juni 2023 hat der Deutsche Bundestag das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Das Gesetz eröffnet neue Wege zur Einwanderung von dringend benötigten Fachkräften. Ein guter erster Schritt, der aber noch Wirkung entfalten muss. Eins steht jedenfalls fest: Ohne Einwanderung werden wir dem Fachkräftemangel nicht ausreichend begegnen können. Und ich sage auch eins, wir können froh sein über jeden Menschen, der trotz Deportationsfantasien von einigen rechtsextremen Zeitgenossen in diesem Land noch zu uns kommen möchte. So, und dann kommt irgendwann auf Platz 5 das Thema Steuerbelastung. Und die Steuerbelastung ist im OECD-Schnitt, wenn man sich das mal über alle Steuern anschaut, nicht überdurchschnittlich hoch. Wir haben nur ein Problem, die Steuerbelastung für Unternehmen ist relativ hoch. Die Steuerbelastung in Bezug auf vermögensbezogene Steuern ist aber sehr niedrig. Allein in den USA, ist ja nun wahrlich kein kommunistisch geprägtes Land, ist der Wert 4-mal so hoch wie in Deutschland. Also wir können uns auf Bundesebene sehr gerne über die Steuer- und Abgabenlast von Unternehmen und Arbeitnehmern belasten, unterhalten. Mona Neubauer hat da ja auch sehr gute Vorschläge gemacht. Dann bin ich aber auch auf realistische Vorschläge der FDP zur Gegenfinanzierung gespannt. Ja, ich schaue auf die Redezeit. Ich hatte die Hoffnung, jetzt hatte ich in der vergangenen Zeit so häufig meine Redezeit nicht ausgenutzt. Ich hätte das irgendwie angespart, aber es funktioniert anscheinend nicht. Geschätzter Kollege, die Redezeit ist keine Verhandlungsoption hier an dieser Stelle. Von daher bitte ich, einen Schlusssatz prägnant zu formulieren. Ich komme zum Schluss. Als Koalition werden wir die Wirtschaft in NRW aus der aktuellen angespannten Lage herausführen. Ich sage aber auch, Absturzfantasien helfen uns an dieser Stelle überhaupt nicht weiter.